Warum du in Immobilien investieren sollst, in 5 Minuten kurz und einfach erklärt. Kauf Immobilien und warte dann, anstatt zu warten und dann Immobilien zu kaufen, weil die Zeit spielt für dich. Umso länger du die Immobilie besitzt, desto mehr Mieteinnahmen hast du und desto länger hast du das Objekt, mehr Abschreibung hast du und so weiter. Länger halten ist für dieses Long Game besser als länger warten und dann halten. Natürlich ist jedes Investment mit Chancen und aber auch mit Risiken verbunden. Die größten Chancen, die du hast bei Immobilien, sind die, dass du dein Eigenkapital hebeln kannst. Wenn du ein sehr gutes Einkommen hast, dann kannst du ohne Eigenkapital auch eine Finanzierung bekommen. Das heißt, der Mieter bezahlt den Kredit und die Kosten. Das ist so der größte Hebel, der Eigenkapitalhebel. Umso schlechter die Bonität, umso teurer das Volumen und so weiter, desto höher muss der Eigenkapitaleinsatz sein. Dann gibt es eine Immobilienrendite auf den Kaufpreis bezogen zur Miete, aber auch eine Eigenkapitalrendite zur Miete bezogen auf dein Eigenkapital. Und umso weniger Eigenkapital du einsetzt, desto höher natürlich der Hebel. Aber wenn du es übertreibst, geht es dir wie den ein oder anderen Entwickler, der aktuell am Markt mit der Insolvenz zu kämpfen hat. Dementsprechend sollte man immer das Risikomanagement im Griff haben. Der zweite Punkt ist, Immobilien sind ein Investment, das Verantwortung braucht. Das heißt, du kaufst dich einfach eine Aktie und verkaufst sie irgendwann wieder. Das ist schon wie ein kleines Unternehmen. Es ist keine Firma, das ist mir schon klar, aber es ist wie ein kleines Unternehmen. Du hast dann halt Verantwortung mit der Hausverwaltung, mit dem Objekt, mit dem Mieter und so weiter. Du hast ein paar Sachen zu regeln, die du sonst im Alltag eigentlich nicht regeln musst. Also du hast ein bisschen auch ein unternehmerisches Tun und Handeln, das von dir verlangt wird. Und das sind Sachen, woran du wachsen kannst, dass du bei den nächsten Investments, aber auch bei unternehmerischen Entscheidungen, bei Entscheidungen in deinem Job, dann einfach wächst und dich persönlich in deiner Persönlichkeit weiterentwickelst. Was auch noch ein guter Punkt ist für viele, für den einen ist es positiv, für den anderen negativ, aber ich würde es jetzt mal als positiv darstellen, und zwar, das ist ein greifbares Investment. Eine Immobilie ist einfach da und da kann recht wenig passieren, dass die auf einmal weg ist. Ein Unternehmen kann schon mal weg sein, aber dass eine Immobilie auf einmal weg war, ohne dass quasi der Eigentümer dafür proaktiv etwas getan hat, wie zum Beispiel einen Abriss, das habe ich jetzt bisher erst recht selten erlebt. Natürlich ist es schon mal vorgekommen mit einem Erdrutsch oder einer Umweltkatastrophe oder so, dass dann auf einmal ein Haus weg war. Aber dass ein Unternehmen weg ist, ist viel wahrscheinlicher, als dass eine Immobilie weg ist. Des Weiteren sind Immobilien nicht nur die Assets vorhanden dann, sondern du hast auch noch zusätzlichen Einkommensstrom. Das heißt, eine Mieteinnahme, die dein Gehalt stärkt. Also du hast ein Asset, das im Wert hoch und runter gehen kann. Du hast eine Mieteinnahme, die da ist oder auch nicht, wenn du Leerstand hast. Und dann hast du ein höheres Gehalt. Umso mehr Mieter du hast, desto höher ist dein Gehalt und umso besser ist wieder deine Bonität. Um beim ersten Step anzuknüpfen, kannst du wieder besser finanzieren. Das heißt, umso mehr Objekte du hast, die gut sind, desto besser kannst du weitere Finanzierungen abschließen. Aber natürlich sind Immobilien auch mit gewissen Risiken verbunden. Da nenne ich jetzt auch mal ein paar Sachen, wie zum Beispiel, eben war der geringe Eigenkapitaleinsatz oder keiner, aber es kann auch ein hoher Eigenkapitaleinsatz oder ein hoher Kapitaleinsatz sein und der lastet auf einen seinen Schultern. Manche Leute können damit nicht umgehen, wenn die viele Darlehen aufnehmen, weil klar, der Mieter zahlt es oder die Mieter zahlen es dir ab am Ende des Tages, aber trotzdem hat man einen Kredit, den man tilgen muss, und wenn man damit nicht umgehen kann oder möchte, muss man halt sehr viel Geld einsetzen, um eine Immobilie zu kaufen, und dementsprechend hoher Kapitaleinsatz und ein hohes Rad, was man dreht, also hohes Volumenrad, was man dreht, wo man auch erstmal mit umgehen können muss. Des Weiteren gibt es auch ein Liquiditätsrisiko, das heißt, du hast zwar die Einnahmen auf der einen Seite, aber auch die Kosten auf der anderen Seite. Was ist, wenn die Einnahmen wegfallen aus irgendeinem Grund, ja? Sei es der Mieter zahlt nicht mehr, sei es die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar aus Grund X, ja, dass irgendwie Legionellenbefall, die Leute können nicht mehr duschen, mindern dir die Miete, du musst aber weiter die Hauskosten und die Zinsen und die Tilgung zahlen an die Bank und so weiter. Das sind halt alles auch Risiken, die man noch im Hinterkopf behalten muss. Es gibt definitiv Liquiditätsrisiken, die man auch puffern können muss aus anderen Einkommensquellen. Weil stell dir vor, du bist darauf angewiesen, dass die Miete immer kommt, dann passiert was, die kommt nicht mehr und du musst aber weiterzahlen. Das muss alles einkalkuliert sein und auch richtig berechnet werden. Dritte Risiko, was für viele eines ist, ist dass die Ortsgebundenheit. Ja? Du hast einen Ort, wo die Immobilie ist. Und wenn du jetzt umziehst,
dann ist die immer noch da. Die kannst du nicht mitnehmen. Ein Aktiendepot, ein Bitcoin-Depot oder ein Goldbarren kannst du mitnehmen, aber nicht die Immobilie. Das heißt, die Verantwortung bleibt an der regionalen Liegenschaft gebunden. Immobilie heißt ja schon, es ist immobil. Dementsprechend hast du die Ortsbindung. Und dann lass es mal Folgendes passieren, ja, ein Waschbecken tropft. Die einfachste banale Sache, die passieren kann, ein Waschbecken tropft, der Mieter ruft dich an, wenn du ums Eck wohnst und ein bisschen handwerklich begabt bist, dann regelst du das kurz selbst. Wenn du das nicht regeln kannst, dann brauchst du einen Handwerker, musst einen Handwerker organisieren und so weiter. Dass das passiv ist, kann man sich eh komplett abschminken. Ja? Wenn man eine komplett passive Immobilie als Kapitalanlage kaufen möchte, hat man extrem hohe Overhead-Kosten, sodass sich das in den wenigsten Fällen von Anfang an rechnet. Und wenn du halt weggezogen bist, wenn du in einem anderen Land bist oder sonst was, dann hast du halt einfach auch dieses Thema mit der Ortsgebundenheit, dass du persönlich dafür sorgen musst, dass die Miete halt kommt, indem die Immobilie in einem einwandfreien Zustand ist. Klar, es gibt Kleinstreparaturen, die der Mieter selber machen muss, aber nichtsdestotrotz, der Vermieter hat schon auch gewisse Verantwortungen. Zusammengefasst, Immobilien sind besser, wenn man sie jetzt kauft und dann wartet, anstatt zu warten und dann später zu kaufen. Aber natürlich ist das Ganze auch mit gewissen Chancen und mit gewissen Risiken verbunden. Schreib mir mal in die Kommentare, welche Chancen und welche Risiken für dich persönlich am wichtigsten sind, um zu verstehen, was deine Ausgangssituation und deine Brille ist bei dem Ganzen und ob ich alle Themen abgefespert habe, die für dich relevant sind.